GBI. Good morning from Osnabrück. Today is Saturday. It's raining again, and we will have a trip of 123 kilometers until we arrive tonight in Dorsten, where we'll sleep in a gym. We hope that the weather will become a little bit better today, but the weather forecast says no, rain. So today's sponsor is Capacities, sponsor of the day, and we will show you from the service point some pictures today, and tonight we will have an interview with some guys of Capacities. So see you later. GBI TV, it's Saturday, we are here in Münster, and most of the 400 participants of the GBI 2012 arrived through and through, driving through this town. The service point will be in some kilometers at the so-called Aasee. From here it's another 60 kilometers to our today's destination, which is Dorsten. And as you can see, the weather is beautiful now. It has rained in the morning, but it's getting better and better. And keep the fingers crossed for this. And one of the last calls for you before we arrive tomorrow in Düsseldorf is donate, recycle for charity. You hopefully donate for charity. See you tonight with today's sponsor, which is Capacities. We are right at the moment at the service point of Capacities, and with me is Luca from Italy. I just got the information that you are writing a blog every day about the GBI. So yes. What do you write today, for example? Well, for today, the first thing that I said is that we always started with rain, and it could be, even if it's a not so long stage, it could be a little bit difficult because of rain, wet, humidity and so on. But for example, I've already written something about the first part of trucks into the wood, and then we stopped in Münster, that it was is a very wonderful, nice town, and we stopped a little bit just to give a picture and to see the city. In Münster it was quite sunny. When we were there, yeah. It was quite sunny. So beautiful weather and a beautiful town, of course. That's right. We were lucky, even because in our team there is a guy coming from Münster, Reinhardt, and therefore he gave a little tour over the of the town. Good point. The guy you just mentioned is German. So your blog is in Italian language only. That's right. So do you plan to translate it somehow? Yes, I do. At the moment I started because it's easier for me to write. Every day I spent at least 1 hour to write a blog. And of course I write in Italian, but as soon as I will be back in Milan, I will translate in English. Okay, great, Luca. Have a great ride today. Thank you very much. See you in Dorsten tonight. Okay. Sure. Thank you. Hallo bei GBI TV, heute Abend am Samstag, dem vorletzten Tag hier aus Dorsten. Mein Gast heute von unserem Goldsponsor Capacities ist Thailan. Thailan Capacities ist ja zum ersten Mal dabei, ist eine Tochtergesellschaft von Pronovit. Die Frage für mich jetzt, was macht Capacities eigentlich? Ja, also es ist eine gute Frage. Capacities ist eigentlich nicht das erste Mal dabei. Eigentlich waren wir unter der Flagge von Pronovit eigentlich schon die letzten Jahre auch schon dabei. Die Capacities ist eigentlich nur umfirmiert worden. Das war irgendwann mal notwendig, weil die Pronovit und die Capacities einfach viel zu sehr unterschiedliche Sachen machen, als dass man das unter einer Flagge laufen lassen kann. Ist aber egal, würde ich das Ganze jetzt sprengen. Ich erkläre mal ganz kurz, was die Capacities macht. Wir sind eine Unternehmensberatung, die ganz speziell aber bei der Capacities externe Dienstleistungen anbietet, externe Berater, den Kunden, die danach fragen, den liefert, die entsprechenden Kandidaten aussucht und den liefert und damit dann die entsprechenden Dienstleistungen und die Notwendigkeiten, die bei dem Kunden entstanden sind, damit dann halt erledigt. Mhm.
warum hat sich eine ist immer noch nicht beantwortet, warum wir das dann trotzdem machen, warum wir hier sind. Also wir sind sehr stark in der Telco-Branche unterwegs und deswegen auch die Verbindung zu Vodafone, zu unserem Hauptsponsor hier bei der GBI. Und deswegen, da das unser größter Kunde ist, ist natürlich da die Verbindung da und das ist der Grund, warum wir da eben bei der GBI dabei sind. Und das ist das, was wir machen. Okay. Wäre jetzt meine zweite Frage gewesen, die hast du jetzt schon beantwortet. Warum? Aber super. Für mich, wenn ich Fahrrad fahre und ich komme nach 80, 90 Kilometern irgendwo an einem Punkt an, wo ich eure Flaggen hier sehe von Pronovit oder von Capacities, bin ich heilfroh. Und ich denke, 399 Teilnehmer auch. Finde ich eine super Idee. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, den Versorgungspunkt zu machen? Wie sind wir auf die Idee gekommen? Also der Grund, warum wir es überhaupt, warum wir die Versorgungspunkte machen, also wir machen ja nicht mit, weil wir der größte Kunde, weil Vodafone unser größter Kunde ist, das ist nicht der Grund, warum wir mitmachen. Wir machen es, der einzige und der Hauptgrund ist eigentlich, dass wir eine soziale Verantwortung haben und eine soziale Pflicht dazu uns berufen fühlen, da auch irgendwo mitzuhelfen, wenn es um einen guten Zweck geht. Das finden wir als ganzes Unternehmen, dass es wichtig ist, dass man da auch der Gesellschaft was zurückgibt, von der man was bekommen hat. Also so, wir haben ja, so wie wir hier alle stehen, alle sehr viel Glück gehabt, wir sind gesund, wir können Radfahren, wir können hier uns unterhalten, das ist ganz toll. Und von dieser sozialen Verantwortung machen wir eben Gebrauch, indem wir bei der GBI mithelfen. Und da ist es natürlich, wir wissen, dass die GBI-Organisatoren sehr, sehr viel Arbeit haben. Wir wissen, dass es alle ehrenamtlich machen, sehr viel Arbeit haben. Und wir haben uns einfach überlegt, wie können wir das Ganze unterstützen. Natürlich auch ein bisschen finanziell, aber wie können wir denn tatkräftig da auch sein und auch den Leuten zeigen, hey, wir finden das toll, was ihr macht. Also wie ich zum Beispiel, ich fahre mit, aber auch, dass wir auch unterstützen. Und dieser Versorgungspunkt, den wir dann uns überlegt haben, ist nur mal ein Detail, was wir uns überlegt haben. Wir wissen, dass die GBI-Organisatoren sich um das Grobe kümmern, sich um die Notwendigkeiten kümmern und um die Schlafplätze kümmern, um das Essen kümmern und dass es alles funktioniert, dass man auch abgeholt, wenn man mal irgendwie gestürzt ist oder sonst irgendwas. Aber auch da bestehen ja trotzdem noch Details, die auch noch nett wären, wenn die erlegt wären. Wie zum Beispiel, wenn ein Fahrer oder wenn Radfahrer eben 80 Kilometer gefahren sind, die Flaschen sind leer, man ist ausgepowert, man braucht mal wieder ein bisschen Energie. Und wir uns überlegt, wäre doch toll, wenn wir uns da hinstellen würden und den Leuten einfach mal ein bisschen was zu trinken geben, so ein paar elektrolytische Getränke und ein paar Riegel in die Hand drücken und dazu auch noch vielleicht ein, zwei motivierende Worte kommen, du schaffst das, machst du ganz toll, und dass die Leute dann nochmal motiviert, nochmal Energiekick kriegen und weiterfahren können. Und das ist so die Idee gewesen, die wir uns gemacht, die wir uns dabei gedacht haben, weil das ja auch, es ist ja auch nichts Fremdes für uns. Wir machen ja auch in unserer Tätigkeit als Berater, die Pronovit ist ja eigentlich eine Consulting-Gesellschaft, machen wir ja nichts anderes, als für den Kunden sich Sachen auszudenken und vielleicht sogar einen Schritt weiter zu denken, als der Kunde eigentlich gedacht hat. Und da auch sich ein bisschen um die Details zu kümmern. Wir wissen, dass es nicht so viel Aufwand für uns ist. Natürlich ist es schwierig, wir stehen da den ganzen Tag, aber man kann damit sehr viel bewirken. Die Fahrer sind motiviert und Fahrer, die für einen guten Zweck fahren, sollen motiviert werden. Das schafft ihr. Schön, dass ihr dabei seid und hoffentlich seid ihr auch in Zukunft noch dabei. Sehr gerne. Mit eurem Engagement und flotten Sprüchen. Die habt ihr auf jeden Fall. Die flotten Sprüche habt ihr auf jeden Fall. Wir fahren morgen die letzte Etappe hier von Dorsten nach Düsseldorf, kommen dann dort an gegen 15 Uhr zusammen mit der Sternfahrt Düsseldorf. This was GBI TV from Saturday here from Dorsten. I wish you a good night and see you tomorrow. GBI.